Die Ausbildung zum Gebäudereiniger. Ja, darum soll es in diesem Video heute gehen. Die Ausbildung zum Gebäudereiniger, liebe Reinigungsfreunde, da ist es so, da geht es darum, dass du wirklich eine anerkannte Ausbildung hast, also einen Gesellenbrief. Denn in unserer Branche ist es ja so, dass die Gebäudereinigung zählt zum Gebäudereinigerhandwerk. Das heißt, wir sind auch wieder Maler. Wieder Elektriker, ja, sind auch wir ein Handwerksbetrieb. Also wir zählen als Handwerksbetrieb. Und das ist etwas Tolles. Das zeigt schon den Wert unserer Arbeit, ja, dass es nicht nur einfach ein Service ist oder so. Es ist eine echte Dienstleistung, die anerkannt ist und es dafür sogar eine Ausbildung gibt. Ja. Es gibt nicht für alles eine Ausbildung hier in Deutschland und für jede Tätigkeit. Dafür gibt es eine Ausbildung, weil sie so wertvoll und so werthaltig ist auch. Ja. So, und was ist da zu beachten, beziehungsweise wo kannst du das machen? Du kannst das machen natürlich dementsprechend in einem Ausbildungsbetrieb, die Ausbildung. Du hast einen praktischen Teil und einen theoretischen Teil, wie in allen Ausbildungsberufen in Deutschland auch. Ja. Und da ist es so, dass du in der Regel Blockunterricht hast in einer Fachschule, zum Beispiel in Metzingen, dort war ich damals gewesen. Ja. Und dort hast du dann den fachlichen Teil, also die Theorie lernst du dort. Du machst dort auch Praxis in der Schule und im Betrieb bist du hauptsächlich in der Praxis und beim Kunden und tust auch wirklich echte Kundenaufträge durchführen. Ja? Und da bist du auch in einer Blockform. So, wie lange geht die Ausbildung? Die Ausbildung geht 3 Jahre, wenn du sie in einem Betrieb machst. Es gibt auch die Möglichkeit, die Ausbildung zu verkürzen natürlich. Bei Eignung hast du die Möglichkeit, die Ausbildung auch schneller zu absolvieren. 2 oder 2,5 Jahre sind es dann. Und das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, wenn du schnell zum Beispiel umschulst, wenn du schon eine Berufsausbildung hattest und dann umschulen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das direkt so zu machen und bist dann schneller Fachkraft. Und als Fachkraft ist das Tolle, hast du dann wieder ganz andere Konditionen, die du bekommst, wenn du dann auch wirklich als Fachkraft rausgehst zum Kunden und Reinigungsarbeiten durchführst an Fenstern, in Baustellen, Grund- und Sonderreinigungen durchführst, Teppiche reinigst. Ja? Also es ist sehr umfangreich. Was ich dir sagen kann ist, die Gebäudereinigungsbranche, die Ausbildung zum Gebäudereiniger, die ist wahnsinnig, wahnsinnig vielseitig. Also das war auch das, was mich in der Branche gehalten hat. Ja? Als ich ungewollt 2004 in die Gebäudereinigung gerutscht bin, ja? Einfach durch einen Zufall, weil mein Vater damals verreist ist und für 6 Wochen nicht in Deutschland war und ich mich einfach um seine Firma kümmern sollte. Ja? Der hatte da ein paar Kunden, 5 Kunden gehabt und ich sollte mich darum kümmern, während er nicht da ist, dass wenn da jemand was möchte, dass ich dann entsprechend agiere. Und und dann ist es passiert, ich habe Kundenkontakt bekommen, habe dann die ersten Aufträge selber durchgeführt und habe dann gemerkt, wie vielseitig und wie interessant das Ganze ist. Und in der Ausbildung habe ich dann erst recht gemerkt, wie werthaltig eine Ausbildung zum Gebäudereiniger ist, weil da lernst du wirklich so viel Materie. Du lernst, wie du mit Chemie umgehst. Du lernst, wie du in der Praxis die Materialien, die Arbeitsmaterialien, die Oberflächen, die Werkstoffe, wie du die behandelst, worauf es da ankommt, ja, das lernst du alles in dieser Ausbildung und das ist halt wirklich auch etwas sehr Wertvolles, wo du dann ein Fachwissen hast und auch im Alltag als Gebäudereiniger natürlich dem Ganzen überlegen bist. Ich bin ja ein Fan, auch hier als selbstständiger Gebäudereiniger aktiv zu sein und so bin ich ja dann auch in meine Selbstständigkeit gekommen, dass ich das alles parallel gemacht habe. Dann habe ich noch den Gebäudereinigermeister gemacht. Da war ich auch in der Branche schon tätig und selbstständig gewesen und habe das alles so parallel gemanagt. Und das war natürlich sehr herausfordernd, weil man natürlich einen Betrieb hatte, plus man hatte die Inhalte, die man lernen musste und die Praxis, die man lernen musste und musste auch Prüfungen unter einen Hut bringen, ja, das war schon eine Herausforderung. Und ich kann mich erinnern, dass ich teilweise, bei der Meisterschule war das so zum Beispiel, bei der Meisterschule war das kein Blockunterricht, sondern man hat innerhalb der Woche einfach so Unterricht gehabt
Und dann bin ich abends noch wieder zurückgefahren nach Karlsruhe. Die Schule war in Metzingen. Und bin dann nach Karlsruhe gefahren. Das war in etwa 1,5 Stunden Weg. Und habe dann noch ein Objekt gereinigt und bin dann wieder am nächsten Tag zur Schule gefahren. Und so bin ich hin und her gependelt, weil ich teilweise keine Reinigungskräfte hatte, die für mich manche Arbeiten übernommen haben und ich dann einspringen musste. Ja, also das war schon eine Herausforderung. Und aber das, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber war echt so mal nötig, das rauszulassen, weil das war echt so eine Herausforderung in dieser Zeit. Ja, zurück zur Ausbildung zum Gebäudereiniger. Da ist es jetzt, also das waren so die wichtigsten Punkte, was ich dir aufgezählt habe. Ich kann so eine Ausbildung wirklich empfehlen. Mir hat das sehr viel gebracht in meinem Leben. Und ich bin aber kein Fan zu sagen, wenn jetzt jemand selbstständig ist, dann muss er diese Ausbildung haben, ja, weil ich immer wieder auch in meinen Kommentaren hier lese, ah, man sollte doch diese Meisterpflicht wieder einführen. Es sollten doch nur Fachkräfte in der Gebäudereinigung sein. Also ich finde, das ist unfair. Ich finde, es ist viel fairer zu sagen, derjenige, der fleißig ist, der zielstrebig ist, der bereit ist, Kundenservice und Kundennutzen zu bieten, der sollte einfach raus und der sollte in unserer Wirtschaft arbeiten, egal in welchem Bereich und vor allem auch in der Gebäudereinigung. Dann kommen nämlich auch tolle Ergebnisse für den Kunden. Der Kunde wird ja, durch einen guten Gebäudereiniger betreut und ist zufrieden. Und darauf kommt es an letztendlich. Und dafür brauchst du keine Ausbildung gemacht haben. Du kannst auch in der Gebäudereinigung als selbstständiger Gebäudereiniger einfach starten und durch Erfahrungen, die du sammelst, durch das Tun, durch dir selber aneignen, hier mit den Videos zum Beispiel, wo du Inhalte bekommst, wo du auch mit Büchern das lernen kannst heutzutage. Du kannst die Inhalte von den Ausbildungen vom Gebäudereiniger oder vom Gebäudereinigermeister, kannst du dir auch in Seminaren aneignen und auch lernen in Kursen. Ja? Sowas machen wir zum Beispiel, dass wir Inhalte aus der Meisterausbildung zum Beispiel, dass ich das in meinen Seminaren präsentiere und mit den Teilnehmern da arbeite daran, sodass sie das halt auch dann meisterhaft zum Beispiel kalkulieren können. Ja? Das ist wichtig, dass sie professionell ihre Firma aufstellen können. Und das ist, denke ich, für jedermann erlernbar. Du musst keine Ausbildung gemacht haben. Du kannst auch in der Gebäudereinigung ohne Ausbildung erfolgreich sein. In diesem Sinne, ich habe mich gefreut, dass du wieder dabei bist. Gib mir auf jeden Fall ein Like für dieses Video, denn ich glaube, hier habe ich dir jetzt nochmal ausführlich erklärt, was der Gebäudereiniger wirklich so, was das alles so mit sich bringen kann und welche Möglichkeiten es gibt. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, dein Reinigungsguru.